kurz auf die Dinge umstellen. Einen Punkt weiter bitte, Dankeschön. So, da sind wir wieder. Wir sind in Hateno stehen geblieben. Schöner Ausblick über die Berge, über die Welt, die da so vor uns ist. Link mit seinem geilen Masterschwert, da habe ich mich verklickt. Bisschen leiser machen. So. Ja, also, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren beim letzten Mal da stehen geblieben, dass wir jetzt Urbosas Zorn haben, und zwar plus. Das heißt, das lädt sich jetzt bei weitem schneller auf. Ich kann ja mal kurz... So. Hier. Urbosas Zorn plus. Enthält die Macht Urbosas, blablabla, y. Diese Kraft lädt sich nun schneller auf. Genau, und das ist quasi der Punkt an dem Ganzen. Das lädt sich nämlich dann schneller auf, wenn man das einmal geschafft hat, diese Punkte zu machen. Gut, wir werden hier hingehen. Ich werde mal schauen, ob der Schrein da wirklich ein Schrein ist oder ob ich mich da getäuscht habe. Ich persönlich bin nämlich der ernsthaften Überzeugung, dass da wirklich noch ein Schrein sein müsste. Und wenn nicht, werden wir, denke ich, heute mal die restlichen Schreine in Angriff nehmen. Ich habe nämlich eigentlich vor, die Schreine da alle in Angriff zu nehmen. Übrigens, ich sage das jetzt hier schon mal im Vorfeld, ich werde es im Laufe des Streams heute noch öfters sagen, ich werde heute noch einen Stream auf YouTube machen, auf meinem Gaming-Kanal. Das hat den Hintergrund, dass ich versuchen möchte, auch auf YouTube mal ein bisschen mehr Fuß zu fassen, was die Livestreams angeht. Auf YouTube ist es so, dass ihr auch abonnieren könnt. Natürlich verlange ich von euch nicht, dass ihr abonniert oder nicht abonniert, das ist natürlich eure eigene private Entscheidung. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch abonniert, weil dann würde ich das irgendwann vielleicht schauen, dass man dann auf YouNow das komplette Gaming-Zeug, also auf YouNow würde ich weiter streamen, aber ich würde auf YouNow nicht mehr das Gaming-Zeug machen. Das würde ich dann auf YouTube machen. Einfach, dass die Qualität auch besser ist. Das ist natürlich dann auch schöner für euch, weil dann die Qualität natürlich auch viel schöner ist. Und ja, wenn natürlich die Qualität besser ist, dann ist das ja auch schön für euch, denke ich. Oder könnte ich mir vorstellen. So, dann müssen wir jetzt mal gucken, da hinten unter dem Wasserfall müsste theoretisch gesehen allerdings sein Schwertglas, oh yeah. Abgesnackt. So, da kommen schon die nächsten Idioten wieder. Gut, dann wollen wir mal gucken. Bin ich halbwegs richtig? Ich bin halbwegs richtig. So, wenn ich nämlich mich nicht ganz täusche, müsste unter diesem Wasserfall da, der da an der Seite ist, auch ein Schrein sein. Darunter müsste übrigens ein Krog sein, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher, müsst ihr da gucken. So, und hier unter dem Schrein, unter dem Schrein, hinter dem Wasserfall. Wartet mal, was ist eigentlich jetzt aktuell? Wartet, wir machen das mal anders. Y, wir gehen mal auf den Schreinsensor, dann schauen wir mal, dann braucht man nicht groß rumgucken. Ja, ich hatte recht. Da dahinter ist einer. Wusste ich doch. Ah, ich bin so gut, Alter, ich bin so gut, ich könnte einen Mönch Gummis verkaufen. Nur, da haben sie nicht aufgepasst, seht mal. Da wächst aus dem Buch. Da wächst aus dem Gestein hier Ding. Obwohl, wenn da ein bisschen Gras drauf ist, Farne sind recht widerstandsfähig. So. Ja, und dann würde ich halt meinen Gaming-Stream auf dem Gaming-Kanal machen und meinen Hauptkanal. Und hier auf YouNow dann normale Streams machen, wie zum Beispiel mal. Wie zum Beispiel mal, wo ich dann Mist. Mist. Warte mal, ist das überhaupt die richtige Seite? Dann würde ich dann halt so Streams machen, wie jetzt zum Beispiel den Frühstücksstream heute. So, ist das richtig gewesen? Ach, scheiße, das war die Kiste. Ach, ich bin auch ein Idiot, Leute.
Wieso habe ich da nicht dran gedacht? Mist, ich dachte, ich muss runterschießen. Also drüber schießen, habe ich gedacht. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Eigentlich sollte man nicht das Master Schwert dafür nehmen. So. Genau die letzte Kugel. Oh, warte mal. Ach, shit happens. War das vielleicht die Kiste? Na, oh, da ist der Schlüssel drinnen. Aber ich glaube, das ist doch die andere Kiste gewesen, weil die war leichter. Nee, doch, das war schon die. Normalerweise ist es nämlich immer die leichtere Kiste, weil die Schreine an sich nicht so schwer sein sollen. Aber die Kisten, an die sollen wir manchmal ein bisschen schwerer rankommen. Wenn wir sie jetzt schon haben, nehmen wir sie gleich mit. Wenn wir sie mitnehmen können. Eispfeile. Oh, Eispfeile. Damit kann ich leben. Wisst ihr, was ich mir gewünscht hätte? Dieser komische Glider aus Twilight Princess. Oh, ich liebe dieses Ding. So ultra geil. Bloß schade, dass man damit nicht richtig rumgleiten kann. Da kann man nur an die Wände entlang und wenn man nicht an der Wand ist, dann verliert er relativ schnell seine Power. Ich hätte mir da eine Aerodynamik gewünscht. Aerodynamik ist Quatsch. Physik hätte ich mir da gewünscht, dass wenn man den Berg runterfährt, dass man auch wirklich den Berg runterfährt und nicht irgendwie und nicht irgendwie so andere Sachen, was irgendwie doof ist. Ach Mann. Na egal. Danke übrigens für die ganzen Likes, Leute, ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. Okay, den Schrein hätten wir auch. Den Schrein da drüben machen wir, wie gesagt, erst wenn wir alle Herzen haben. Nicht, weil es schwer ist oder so, sondern... Ah, aber wisst ihr, was wir machen können? Wir können mal kurz ein paar Fotos machen für einen weiteren Schrein. Den übernehmen wir mal kurz. Das ist auch relativ einfach, die zu machen, weil ich weiß, drei Stellen, wo man die Fotos recht einfach machen kann. Und wir brauchen drei Fotos. Wir brauchen einen Nano-Wächter, einen fliegenden Wächter und einen laufenden Wächter. Ich überprüfe nur gerade mal die Waffenstärke, die wir haben. Die da können wir eigentlich weghauen, oder? Haben wir das schon abgegeben? Warte mal, wie schaut es mit unseren Quests aus? Der Waffen. Hier. Eine Windklinge wird das nächstes Jahr. Dann können wir die eigentlich weghauen. Obwohl, wartet mal, ich habe eine Idee. Wir verbessern uns. Wenn wir schon hier sind, verbessern wir Klammer. Oder war das der leichte Schrein? War das der leichte oder der schwere? Wenn es der schwere war, dann ist es kein Thema. Wenn es der leichte war, haben wir ein Problem. Weil ich möchte nämlich den schweren haben. Und es ist der schwere. Sehr gut. Und ich verstecke mich wieder. Angst. Angst, 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 Angst. So. Nee, ich verstecke mich natürlich immer, weil ich keinen Bock habe, diese Schüsse abzubekommen, die er abfeuert, wenn er auf einen zuläuft. Weil immer, wenn er auf einen zuläuft, schießt er dreimal ab. Hört sich falsch an. Egal. Oh, ich sollte nicht vergessen, wofür ich hier bin. Das ist sogar ein Wächter 4.0. Ich verwerte mal ein paar unserer schlechteren Waffen. Ach so, ja, übrigens, hier drinnen. Funktionieren die Waffen von oder die Fähigkeiten von Ding nicht von Urbosa und so weiter.
Hey, ich bin doch gesprungen. Mist. Da war das Timing wohl ein bisschen für den Eimer. Au! Drauf, drauf, drauf und tschüss, das war's. Sehr schön. Das wäre der erste Wächter. Ja, und die Wächter hier, die tauchen, wie gesagt, auch immer wieder auf, bis ihr sie. Die tauchen immer wieder auf, bis ihr sie mal besiegt habt. Quatsch. Bis der Blutmond ist, taucht der immer. Die tauchen immer wieder beim Blutmond auf. So, jetzt hat. Jetzt habe ich es aber auch. Ach Mann. Muss überlegen, was ich mir heute zum Abendessen mache. Ich möchte heute irgendwas kochen, aber dafür müsste ich auch noch einkaufen gehen. Ich war zwar heute erst einkaufen, aber ja. Es sind 13:13 Uhr. Nervige Geschichte. Ach ja, weißt du was, das können wir sogar austauschen. Hier. So, wie gesagt, man braucht drei verschiedene Wächter für den Tempel, den wir jetzt machen, oder für den Schrein, den wir jetzt machen. Und zwar den laufenden, den fliegenden und den Nano-Wächter. Und eigentlich gibt es ja noch die Wächtertürme, aber fragt mich nicht, warum das nicht geht. Also die braucht man nicht, keine Ahnung. Vielleicht weil sie zu schwierig sind, ich weiß es nicht. Obwohl schwierig sind die auch nicht. Ach, keine Ahnung. Vielleicht wollten sie bloß drei machen. Drei ist ja die bekanntlich magische Zahl. Wobei es eigentlich sieben ist, aber ist ja wieder was anderes. Ich habe auch nie verstanden, warum sieben die magische Zahl sein soll, aber okay. Da bin ich eben, das ist ja eben so, was soll's. So. Ja, pass auf. Wir ändern das mal zu rot und teleportieren uns hier hin. Ist ein bisschen jetzt ein weniger Weg, bis wir da sind, aber es hilft ja nichts. Ich hoffe, ich habe diesmal den richtigen Weg markiert. Ich markiere das nämlich irgendwie immer auf der falschen Seite. Irgendwie checke ich da immer nicht genau, wo das ist. Aber das sollte hinhauen. Das wird jetzt auf jeden Fall ein schöner Sprint darüber, weil jetzt müssen wir nämlich mal quer über die ganzen Berge. Servus Planet, Dankeschön für deine Unterstützung. Was? Hier bin ich jetzt? Ich dachte, ich muss. Ich dachte, ich bin im Wald. Siehst du den Wald voller Bäumen nicht? Okay. Die wollen nicht, dass ich rauskomme, oder? Nee, die fahren einfach weiter. Ich bin schneller. Ich bin mit dem Gleitschirm schneller als zwei Fliegende. Vier. Nein, 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 nein. Einfach nein.
Das da hinten ist aber kein laufender Wächter, oder? Der da rumlatscht. Übrigens müsste hier oben irgendwo ein Krox sein. Ach nee, da unten ist einer. Irgendwo in so einem Durchgang, in so einem Gebirge hier, ist auch noch ein Krog, der hier durchlatscht. Schneid ihm den Weg ab. Schon wieder 15 Krogs sammeln. Obwohl ich die Dinger überhaupt nicht mitnehme, habe ich so viele. Eigentlich sollten wir auch mal ein paar farmen, einfach damit wir unsere Waffentasche und unsere Bogentasche vollbringen. Die Schildtasche, ja, sollten wir eigentlich auch noch voll machen, aber wie gesagt, die ist nicht ganz so schlimm. Bum, 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 bum. Hier ist sogar kein Ding drüber. Egal. So, du wolltest doch hier haben. Ja. Laber nicht, 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 laber nicht. Zeig das. Sind sogar schöne Bilder geworden, finde ich. Das wäre einmal der fliegende Wächter. Sind sogar zwei drauf. Dann haben wir den Nano-Wächter 4.0 sogar. Und noch ein schönes Bild vom laufenden Wächter. Ich will die Kugel haben. Ich will nicht mit dir reden. So. Das ist auch ein wenig eine nervigere Quest. Die haben wir relativ schnell erledigt gehabt. Jetzt muss ich kurz gucken, wo kommt jetzt der Schwein raus. Schwung. Da drüben. Okay. Bum, 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 bum. Man kann mir echt viel vormachen, aber in Zelda kenne ich mich aus. In Zelda komme ich gut zurecht. Auch wenn ich bei den meisten Spielen ziemlich abluse. Ich muss auch sagen, mir war der Zelda-Teil hier fast zu leicht, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich da an Wind Waker oder sogar an Ocarina of Time denke. Ich weiß nicht. Irgendwie, ich habe generell schon länger das Gefühl, dass die Teile eigentlich immer leichter werden. Die Gameboy-Teile waren auch teilweise echt knackig, aber die Konsolenteile werden irgendwie mit jedem Spiel leichter. Habe ich das Gefühl. Ja, komm, drauf geschissen. Jö. Swoo. Swoo. Was war das Nerviges? Lass dich drauf, ich warte dich noch. Ist das nicht doof? Das kriegt Schaden, wenn das da dagegen fliegt. Ich meine, ich weiß, dass das immer so gestunt wird, aber ich wusste nicht, dass das dann auch Schaden kriegt. Nice. Will ich irgendein Schild wegschmeißen? Die Schilde sind halt geil, weil man die halt jederzeit anhaben kann, ohne dass man Gefahr läuft, vom Blitz getroffen zu werden, wenn man zum Beispiel in einer blitzigen Gegend unterwegs ist, wie in Akala oder so. Allerdings muss ich sagen, gefallen mir die Hylia-Schilder besser. Also das, was ich jetzt auf dem Rücken habe, oder natürlich das Hyrule-Schild, oder natürlich das Original-Hylia-Schild. Tatsächlich dachte ich am Anfang vom Game, dass das hier das Hylia-Schild symbolisieren soll, wie wahrscheinlich viele. Und irgendwann bin ich dann im Schloss rumgewuselt, habe dann das Hylia-Schild das erste Mal gefunden und dachte mir so, was? Das gibt's doch, was? Das gibt's doch. Voll übel. Und das fand ich dann voll geil. Swung. Wir müssen auch nochmal ins Schloss, fällt mir gerade so ein. Wir wollen die Erinnerungen ja alle haben. Wisst ihr was? Für den vierten und damit vorletzten und damit letzten für unseren Herzcontainer.
nehmen wir uns die Insel vor. Das wird dann die, dann ist es ein besonderer Schrein, ein besonderes Zeichen. Das wird dann unsere Herzen füllen. Also hier, ne? Die Insel hier nehmen wir uns dann für den letzten. Also jetzt noch einen und dann machen wir den. Stimmt, das ist ja immer noch nicht fertig. Wobei es wahrscheinlich klüger gewesen, wenn ich da hingegangen wäre. Egal. Auf jeden Fall machen wir das jetzt so. Und wenn wir alle Herzen voll haben, also wenn wir auf 30 Herzen sind und zwei Container, das heißt, wenn wir jetzt noch zwei weitere Schreine gemacht haben, dann konzentrieren wir uns auf die Upgrades von den Titanen. Das heißt, wir machen dann die Titanschreine. Und wenn wir die haben, dann werden wir uns den letzten Titanen widmen, also dem fünften Titan. Und anschließend werden wir dann die letzten, ja, dann haben wir es fast durch. Dann werden wir die letzten Dinger gar sammeln. Die letzten, ich habe den Namen vergessen. Jetzt bin ich doch wieder so rumgebohrt. Egal. Dann werden wir die letzten, na, wie heißen sie? Ich habe den Namen vergessen. Ist der Ibarok schon wieder da? Nee, ne? Den haben wir schon geplättet. Das da ist er ja nicht. Der liegt da in der Mitte, der faule Sack. Apfel. So. Genau, den Schrein da hinten haben wir aus irgendeinem Grund nicht gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Da war ich wahrscheinlich zu viel hin und her gerissen zwischen dem ganzen Zeug. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Da war ich an dem Tag war ich wahrscheinlich nicht gut drauf, keine Ahnung. Dum 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 dum. Ach, jetzt nervt dieser blöde Schreinsensor wieder. Was müssen wir als nächstes sammeln? Wir müssen als nächstes eine Windklinge suchen, ne? Haben wir die schon zufällig? Nee, ne? Nee, ich bin mir sicher, die haben wir noch nicht fotografiert. Wir müssten auch viel mehr fotografieren. Na egal. Nehmen wir die Schreinding raus. Ja, eine Windklinge finden wir relativ einfach, weil die Sache mit der Windklinge ist, dass der, wie heißt's? Die Sache bei der Windklinge ist die, dass der Fuzzi, der die hat, uns jetzt regelmäßig überfallen wird, seit der Sache mit Meister Koga. Muss ich mal kurz selber gucken, wo ist denn hier überhaupt der Schrein gewesen? Da ist er. Schön versteckt, der Sack. Ah, die Schreine sind auch relativ auffällig, weil dieses Orange, das fällt halt überall in der Welt auf. Wenn man irgendwo an höherem Punkt ist, immer ein. Das ist meine Empfehlung auch, das habe ich aber glaube ich schon mal gesagt. Immer an einem ganz hohen Punkt gehen, wenn ihr irgendwo nicht weiter wisst und einfach dann die ganzen Schreine, die ihr seht, markieren. Am besten alle mit diesem Zeichen oder mit einem anderen, falls ihr anderes vorzieht. Ja, und ihr könnt bis zu, ich glaube, 200 Symbole. Muss ich nachgucken. Ich glaube, man kann bis zu 100 oder 200 Symbole. Wie viele gehen? Bis zu 100 Symbole könnt ihr verteilen. Und so viel braucht ihr wahrscheinlich gar nicht. Also gehe ich jedenfalls nicht von aus. So, ja, ich mache das mit Bomben, weil es ist immer pfeilesparender.
Lasst mich kurz überlegen. Oh, doch nicht. Lasst mich überlegen, wie ging das jetzt wieder? Muss ich selbst überlegen, wie das gegangen ist. Da gehört auf jeden Fall der Ding rein. Ich bitte um Entschuldigung. Also das ist klar, ne? Man braucht dafür eigentlich einen Schlüssel. Das ist allerdings eine, wo man nicht drin sich kann. Ach so. Na dann. Na dann. Oh, ich bin auf Level 93, sehe ich gerade. Was zur Hölle? So. Schwuppsdiwupps aus dem Haus und das ist dann mein kleines Haus. Los, mach hinne. Heute noch. Ah, meine Pfeile kriege ich nicht wieder. Die liegen wahrscheinlich irgendwo da drinnen. Liegen die im Wasser? Nee, ne? Schade. Doch, da liegt irgendwas. Ja, natürlich da, wo ich nicht hinkomme, Alter. Doch, Mann. Jetzt dreht sich das mit. Das war knapp. Da ist eine Lanze drinnen. Vom Vogelvolk, also von den Orni. So eine Orni-Lanze oder ein Eisvogelschwert. Und natürlich, jetzt war keine, das ist keine Lanze drin, das ist das Schwert drin. So. Das wäre ja auch mal ein cooler Klingelton. So. Oh Gott, einen Schluck trinken hier. Das ist eine Stimmbänder ölen. So, jetzt wird es nervig, weil jetzt müssen wir den letzten Tempel, den vierten, den wir jetzt machen und damit den letzten für unsere Herzteile werden wir jetzt machen und der ist irgendwie nervig, weil da bist du hin und her. Ne? Egal.
Nervig ist doch vor allem der Weg hin. Der Rest ist gar nicht so schwer, wenn man ein bisschen aufpasst, ein bisschen vorsichtig ist. Wir haben jetzt mittlerweile fast alle Herzen bis auf eins. Wenn wir es damit nicht schaffen, dann schaffen wir es gar nicht. Dann hebe ich mir immer ganz gerne mal ein bisschen auf da. Einmal gesehen haben wir ihn ja schon mal kurz. So. Ich hätte gerne eine Kochstelle. Wo ist denn hier der beste Platz dafür? Mal schauen, ob wir das mit der Ausdauer überhaupt schaffen. Das weiß ich gar nicht, ob das geht. Bum, 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 bum. Ich möchte es schaffen, das kriegen wir doch hin. Ja, ich glaube, die Ausdauer müsste uns theoretisch gesehen reichen. Wenn nicht, saufen wir ab. Ah, ich weiß, dass es ungefähr hinhauen muss, weil ich es nämlich früher schon gemacht habe auf die Art und Weise. Das ist bei weitem leichter. Ja, laber nicht, laber nicht, laber nicht. Hatten wir doch alles schon. Das ist das, was mich ein bisschen nervt, weil man muss es immer wieder wiederholen. Ich weiß übrigens gar nicht, ich glaube, weil es ja auch als Schrein gilt, haben ja auch unsere Obosas Zorn, oder? Und die anderen Fähigkeiten. Alter, willst du mich jetzt langsam verarschen? Das Einzige, was wir, glaube ich, wirklich noch benutzen dürfen, das ist das Parasegel. Doch, wir haben es ja sogar. Nice. Okay, gut, dann ist es ja kein Problem. Ja, dann ist es ja wohl ein Witz. Erstmal fährt auf einer einsamen Insel gestrandet. Der Name der Insel ist übrigens auch sehr interessant, weil es ist nämlich auch ein. Au. Der Name der Insel ist auch interessant, weil der Name der Insel ist nämlich auch aus einem Zelda-Teil. Steht ja gar nicht dabei, der Name. Egal. Wir haben jetzt wirklich gar nichts. Keine Waffen, keine Rüstung. Das haben wir ein bisschen. Ja, das ist nur das Zeug, was wir einsammeln haben wir. Muss ich das verstehen? Die schönen Palmfrüchte. So, ich habe euch ja schon mal erklärt, wie das geht. Ihr geht an den höchsten Punkt, geht runter, geht hoch und während es hochfliegt, lasst ihr los. Und dann habt ihr nämlich einen One-Hit. Das verlangt ein bisschen Übung, dass man das so in der Kombination schon hinkriegt, aber das sollte gehen. Wenn man ein bisschen was rumgeübt hat, ist das kein Thema mehr. So. Ups, ich wollte eigentlich die Röstsachen essen. Mein Fehler.
Ja, ich sehe keine Lebensanzeige. Ah. So. So, ich wollte nämlich hier schon mal den gefährlichsten auslöschen. Die Kugel lasse ich erstmal liegen. Die Kugel lasse ich erstmal liegen. Ich werde die erstmal alle freischalten soweit und die Gegner auslöschen. Warum soll ich was Neues spielen? Wir sind ja mitten im Game noch. Au. Meine blöde Frage, einfach nur so aus Gaudi, geht es? Ich will es nochmal ausprobieren, ob das geht. Moment. Irgendwohin, wo es nicht runterfallen kann. Ich will nur mal wissen, ob das geht. Ich finde das gerade mega lustig. Nein, es geht nicht. Okay. Das wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Das wäre voll mies gewesen. Na gut, egal. Nicht so schlimm. Aber jetzt dachte ich mir eh, dass es das nicht geht. So, und Bosas Zorn lädt sich wieder auf. Bum, 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 bum. Wir latschen erstmal hier durch den Wald. Dann müssen wir ein paar Sachen sammeln. Normalerweise rennt man mit den Bomben hier rum und macht erstmal die Leute, die leichteren Gegner mit den Bomben kalt. Ich hätte gerne ein paar Pfeile, wenn ich ehrlich bin. Aber bitte nicht in meinen Kopf. So, du kannst mir nichts. Ich bin viel zu stark für dich. Dadurch, dass wir Obosas Zorn benutzen können, ist es völlig egal, ob wir hinterher noch eine Waffe haben oder nicht. Uns reicht dafür auch ein Stock. Die ist zwar natürlich, umso stärker die Waffe, umso stärker ist natürlich auch der Angriff. Aber für die Viecher hier auf der Insel sollte das selbst mit einem Stock ausreichen. Theoretisch gesehen jedenfalls. So, das wäre also auch soweit geklärt. Dann hätten wir hier das nächste. Dann ist hier noch eine Kiste, die nehmen wir mal mit. Okay. Jetzt tun wir den da erstmal weg, denn die Kugel. Die können wir gleich mal nach ganz rechts räumen. Bim, bam, bam, bam. Mal Strategiespiele. Ich habe schon so viele Strategiespiele gespielt, Leute. Ganz ehrlich. Ich habe wahrscheinlich schon Strategiespiele gespielt, die kennt ihr gar nicht mehr, weil die schon so alt sind. Weil ich schon so alt bin. Ach ja. Ich vermute zum Beispiel mal, dass keiner von euch noch Cossacks kennt. Oder wie hat es andere geheißen? America hat das eine auch mal geheißen. Das war allerdings nur ein ganz kleines Spiel. So. Flatsch. Das Thema hatten wir ja schon.
Boah, es muss so geil sein, da einfach mal so ein bisschen im Meer zu schwimmen. So, das hätten wir. Das wäre der erste. Ich bin auf jeden Fall so viel besonderer, dass ich nicht die ganze Zeit bei jemandem rumspammen und rumbeleidigen muss. So, das habe ich nämlich nicht nötig. Dafür weiß ich nämlich genug über mich selber und weiß genug, dass ich mehr wert bin als das. So, dann gehen wir da mal auf den kleinen Hügel. Da ist nämlich der nächste, wo wir den nächsten hinballern. Dann lassen wir aber vorher die Kugel unten noch liegen. So, irgendwas hat da gerade geglänzt. Vielleicht Pfeile? Nein, ein rostiges Schwert. Okay. Ein Schild. Naja, gut. Soll mir recht sein. Krabben. Ich gehe hier die Feuer-, Eis- und Blitzteile. Da ist es übrigens sehr praktisch, wenn ihr eine Lanze benutzt. Weil da habt ihr meistens genau die Reichweite, die ihr braucht, um eben entfernt genug zu sein, dass die euch nicht erwischen. Beweis Nummer 1. Ging natürlich in die Hose. Das war wieder klar. Oh, jetzt kommt die Post gleich. So, wie gesagt, dafür reicht sogar die Lanze mit nur zwei Angriff. Das, was ich jetzt haben habe, müsste ein Schild. Au. So. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn es jetzt regnet, haben wir keinerlei Feuer mehr auf der Insel. Das heißt, alle Lagerfeuer sind jetzt gelöscht. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten, wie man Lagerfeuer wieder anzünden können. Das funktioniert allerdings nur dann, wenn keine Dinger da sind. Das funktioniert nur dann, wenn es aufhört zu regnen. Da es aber jetzt relativ blitzig aussieht, unten rechts in der Ecke sieht man das immer. Ja, das sind drei Blitze. Das bedeutet, die nächsten 3 Stunden, 4 Stunden mindestens regnet es und blitzt es jetzt. Danke übrigens für die Unterstützung gerade. Habe ich hier sehen, auch wenn ich nicht gleich darauf reagiert habe. So. Das ist kein Emulator. Das ist eine Switch. Das ist die Wii U. Das ist kein Emulator. Jetzt dauert das wieder ewig, bis ich weitermachen kann. Ich habe keine Emulatoren. Ich benutze keine Emulatoren. Habe ich noch nie in meinem Leben. Obwohl doch früher mal ganz kurz mal, so mal testweise. Aber es hat mir auch nie gefallen. Ich habe doch dafür brauche ich keine Emulatoren. Ich habe jede Konsole von Nintendo bis auf die NES da. Und alle Spiele, die ich möchte, habe ich ebenfalls da. Und ich habe keine Ahnung, warum ich das jetzt gerade mache, aber ich kann es. Und ja, das geht. Ich finde es so dumm, dass es geht. Das erinnert mich voll an Wind Waker. So, ich bin nur ein Fass. Ich finde es so lustig. Um ehrlich zu sein, ich hoffe eigentlich, dass der Blitz gerade die Gegner trifft. Der Moblin da hinten hat ein Holzschild in der Hand, aber der müsste eigentlich auch eine Eisen.
Waffe in der Hand haben. Erwischen die mich jetzt echt unter dem Fass? Tschüss. Unser Nachteil. Anni hat alles hingehauen. Perfekt. Wir haben sogar den Blitztypen da hinten erwischt. Den Blitztypen, Quatsch. Den. So, bei Regen ist das Fass eigentlich ungefährlich, wollte ich gerade sagen. Aber das war offensichtlich ein Irrtum. Egal, wir haben es geschafft. Achso, wartet. Hylia-Reis. Nice. Haben wir noch nicht einmal gefunden, WTF. So. Und damit haben wir es auch geschafft, Leute. War relativ einfach jetzt. Jetzt haben wir nicht einmal, naja gut, was haben wir gebraucht? Nicht einmal 15 Herzen. Dankeschön. Und damit haben wir auch den letzten Schrein für unsere Herzen. Jetzt haben wir alle Herzen voll. Und genau jetzt kommt der Postbote. Ich bin gleich wieder da.
So, da bin ich wieder. War natürlich alles eine Taktik, dass der Wallis Sturm wieder bereit ist. So. Wir müssen ganz da hoch, glaube ich. Da müsste der Dings sein. Ich wusste gar nicht, dass der Wallis Sturm überhaupt aus ist. Ach ja, wir sind wieder normal gekleidet, genau. Ach ja. Hier auf der Insel gibt es übrigens noch ein Minigame, das jetzt dann ab sofort verfügbar steht. Meine Post geht euch nichts an, Leute, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Nichts für ungut, aber meine Post geht auch euch einen Scheißdreck an, Alter. Was ist denn das? Schon allein die Frage nach meiner Post ist unhöflich wie Sau. Wir hatten euch erzogen, Alter. Ganz ehrlich. Ein Segensschrein. Was ist da drinnen? Bitte gib mir irgendeine gute Waffe. Nimm mir auch. Jö. Voll über die Kiste drüber. Und Leute, damit haben wir unsere 30 Herzen voll und unsere zwei Ringe. Und damit fehlen uns. Wie viele Schreine? 4 Stück? Nee, 14 Stück? Nee. Ich habe gedacht, wir haben 16. Wir haben 106. Ach Mann. 12 Schreine, also noch. Mein Leben ist trotzdem noch Privatsache. So. Und bei dem Typen da, das ist ein Orni, bei dem Typen hier kann man jetzt eine Nebenquest machen. Wer möchte. Aber kein Interesse. Bei weitem nicht. So, Leute, wo gehen wir hin? Wo holen wir uns denn, wisst ihr was, das machen wir auf dem Plateau. Wir holen uns auf dem Plateau, wo wir uns das erste Herz geholt haben, oder den ersten Container geholt haben, holen wir uns jetzt das letzte Herz. Und dann mit dem jetzigen Stand der Dinge werden wir uns auf den Weg machen. Und so viele und die ganzen Titanen fertig machen. Ich denke, wir werden als nächstes zur Revali gehen, als Revalis Gebiet machen. Und anschließend werden wir, denke ich, Mifas Gebiet machen. Brauchen wir zwar nicht so oft, aber ja. Und am ganzen Schluss machen wir noch Darus Gebiet. Wir könnten natürlich auch rückwärts machen. Wir hatten zuerst Revali, dann hatten wir Mifa, anschließend hatten wir Daruk und am Schluss hatten wir dann noch die Urbosa. Aber Urbosa hatten wir ja jetzt schon gemacht. Das heißt, wenn wir jetzt rückwärts machen wollen würden, müssten wir als nächstes Daruk machen, dann als nächstes Mifa und als letztes den Revali. Nur theoretisch gesehen natürlich. Machen wir nicht so. Jö. Ach Mann, ich hasse es, dass da überall diese blöden Stufen sind. So, hier schön an der Seite sliden. Dankeschön. Au. Link, bleib stehen. So, übrigens, nebenbei bemerkt, hier ist ein Krog. Dann, 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 dann. Erstmal fällt in meine Hand geschissen und dann Tschüss sagen, Alter, weißt du? Unhöfliches Volk, das Ganze. Kröckchen, Volkchen. Nee, Krockvölkchen. Geht mal nicht auf die Nüsse. So, Leute, wir nehmen das mal ab. Achso, das Hylia-Schild haben wir ja nicht, ne? Nehmen wir das hier, das kommt am nächsten hin. So, der letzte bitte. Der Herzcontainer. Ach ja. So sei es.
So, das ist unser letzter Herzcontainer, den wir in dem Spiel hier haben werden. Mehr Herzen kann man nämlich nicht haben. Das ist das absolute Maximum. Gut, dann hätten wir das also auch. So, mal sehen. Wir wollten, was habe ich gesagt? Revali wollten wir als erstes machen. Dann machen wir den zuerst. Wenn wir das erst so haben, ist es natürlich was ganz anderes. Dann ist es aber auch gar nicht verkehrt, dass wir Urbosa zuerst gemacht haben, weil Urbosa ist der einzige aktive Angriffsskill, den wir benutzen können. Ich sag mal Skill dazu, das ist zwar eigentlich kein Skill oder Spell, aber ich sag mal Skill dazu oder Spell dazu, weil es verhält sich wie einer. Wenn du das langweilig findest, dann geh und schau jemand anderen zu. Ich zwing dich nicht bei mir zuzuschauen. Um genau zu sein, mag ich sowieso nicht, wenn die Leute rummosern. So, da unten ist die Ding, die gute Fee. Zu der Fee sollten wir erstmal gehen. Eigentlich. Finde ich. Weil die Fee, wir sollten schon längst einmal bei der Fee ein bisschen wieder upgraden. Wir sollten wieder ein paar Ressourcen haben. Und ich würde gerne ein paar Sachen upgraden, speziell auch die Kälterüstung und so. Weil die zum Teil halt richtig wichtig ist. So, die erste Fee haben wir schon mal verkackt. Die zweite Fee auch, nice. Mist, die letzte auch. Egal, wir haben ja eh noch die Mifas gewählt. Die Feen sind in dem Teil ja eigentlich komplett lame und uninteressant. Alter, sag mal. Weil wir haben ja eigentlich Mifas Gebet. Das ist mehr als jede Heilung von den Feen möglich macht. Ja, machen wir erstmal die Rüstung hier. Nee, Hoffnung ist Etzela für dich nicht mehr dabei. Etzela bist du nämlich geblockt. Meine Fresse, Alter, benimm dich mal wie ein anständiger Mensch. Hab ich jetzt. Das war doch jetzt nicht alles, oder? Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Du bist auch unkreativer Müll. Aber trotzdem beschwert sich über dich keiner. Weil ich das nicht gehört. Wenn dir was nicht passt an meinem Zeug, dann kannst du auch was anderes gucken. Kein Schwein zwingt dich hier zuzuschauen. Wüstenhitze. Swoo. Hi. Erinnert mich jetzt irgendwie an Kirby. Ah! So, dann hätten wir das auch.
Wisst ihr, was ich nicht verstanden habe, warum die Polizei, also verstehe mich nicht falsch, die Polizei macht momentan echt einen guten Job. Was ich aber nicht ganz verstehe, ist, dass die Leute hier durchfahren können und das jedes Mal, ohne dass die hier irgendwie belangt werden. Also nicht von der Polizei nicht belangt werden, sondern weil sie nicht erwischt werden. Weil es einfach irgendwie, weiß nicht, die Leute, die werden hier einfach nicht erwischt, wenn die hier durchfahren. Finde ich sehr schade. Weil eigentlich müssen wir die voll anzeigen dafür. Alles so ein Kindergarten hier. So, mach hin. Es wird ein bisschen dauern, bis wir alles haben. Hi. Kirby N64 könnten wir eigentlich mal zocken. Das habe ich auch da. Da hätte ich auch mal wieder Bock drauf, Alter. Kirby suchten. Vielleicht mache ich da einfach mal ein Let's Play von. Wäre doch lustig. Ach ja. Ach Mann. Lass mich mal kurz was überlegen. Nee, doch. Wird tatsächlich angezeigt auf dem Bildschirm, nice. Das wusste ich ja selber nicht. So, wir müssen auch uns die antike Rüstung mal zulegen. Wobei die jetzt nicht so stark ist. Ich persönlich ziehe nämlich tatsächlich das Reckengewand vor. Und dann bringt uns der Bonus nichts. Und eine Rüstung haben wir noch gar nicht. Hä? Hätten die jetzt nicht eigentlich da gerade. Hä, hatten wir jetzt noch gerade andere Sachen oder habe ich jetzt gar nicht die Dinge abgegradet? Ich dachte, das hätte ich. Ach Mann, was wird das? Oh, ich kann sogar noch weiter upgraden. Oh, mit dem Sternsplitter. Stimmt, genau, die musste man mit dem Sternsplitter upgraden. Backt die uns voll, Alter. Stimmt, die backt uns und zieht uns in die Quelle. Das habe ich total vergessen. Swoo. So, das wäre alles gewesen. Mehr geht nicht. So, dann teleportieren wir uns wieder dahin. Von da aus können wir leichter irgendwo hinfliegen. Ja, das habe ich schon, das mache ich öfter mal, aber es klappt auch nicht immer. So, ich überlege jetzt gerade, was wir als nächstes machen. Das ist sogar Österreicher. Der fährt aus Österreich hierher, um mir auf die Eier zu gehen. Zeigt doch eigentlich, was für ein erbärmliches Leben die haben müssen. Oder täusche ich mich da? Na gut, egal. Übrigens ist das hier so ziemlich der einfachste, glaube ich, zum Erreichen. Ach ja. Ich kann euch übrigens schon, ohne dass ich da hingucken muss, sagen, wo einer ist. Wir haben einen Schrein auf jeden Fall schon mal hier. Das kann ich euch schon mal sagen. Das weiß ich nämlich noch. Ich möchte genau in der Mitte landen, bitte. Mist! Jetzt hänge ich in der Luft fest. Nein! Dein Kommen beweist deinen Mut. Und ich habe eine komische Stimme. Oh, da habe ich ein neues Bild für PH gekriegt. Freue ich mich drauf. Mm-hmm.
Ich finde die Lieder schon schön. Schön die Lieder der jeweiligen Stämme im mit der Quetsche. So, das da ist der erste, den haben wir schon. Der da müsste. Der müsste ungefähr hier irgendwo sein. Und der hier. Müsste hier sein. Oder zumindest in der Nähe. Und deswegen gehen wir zuerst zu dem hier, weil der ist relativ einfach. Was heißt einfach, ist er nicht so unbedingt, aber er ist einfacher zu erreichen. Das habe ich gemeint. Okay, mal sehen. So, kurz was überlegt und geguckt und gelesen. Muss ich dann gleich mal gucken nachher. Ja? So, weiter geht's, Leute. Und zwar. Jetzt bin ich das offen. Ich muss jetzt nur mal auf die Anzahl kurz gucken. Wie viele muss ich schaffen? Vier Ziele zu treffen. Vier Stück also. Was war das jetzt? Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Ich könnte so fett kotzen, Alter. Ich könnte so fett abkotzen. Ich glaube übrigens, das war falsch. Ja, das war falsch hier übrigens. Richtig wäre hier gewesen. Hier irgendwo muss das sein. Oh, ich könnte so fett abkotzen gerade. Was ist denn das jetzt wieder? Immer das sind die Pfeile, Alter. Dass mir immer die Pfeile ausgehen. Ein Krampf.
gucken. Teddy, du Sau, komm mal her. Sekunde, das muss ich jetzt mal kurz machen. Bum, bum, bum. Da die du Semmel bleibt stehen. Nein, ich will die anderen Pfeile auch noch. So, wenn wir jetzt schon mal genug Pfeile haben. So. Manu. Und das offen. Manu, das gibt's doch nicht. Mann, ich bewege mich auch so langsam gerade. Wieso ist denn der Scroll so langsam?
Ist aber schon schnell eingestellt. Ich habe aber das Gefühl, ich bin total langsam. Link, lass diesen Scheiß. Das gibt's doch nicht, Alter. Oh, ich habe das Gefühl, wir müssen mal wieder was kochen. Na, verdammt! Das kann doch nicht dein Ernst sein, Link! Verschwende hier meine ganzen Pfeile, Alter. Und wieso bewege ich mich so langsam? Also geht doch. Verflucht nochmal. Das sollte eigentlich meinen, dass das einfacher geht. So. Ach, das ist der Scheiß hier. Ich habe natürlich keine Bombenpfeile. Alter. Nein, nein, Link. Ich verstehe auch nicht, warum er da plötzlich stehen bleibt. Hallo? Ich hab meinen Ver... Alter, was ist das für eine komische Ansicht? Was ist denn mit dem Spiel gerade los?
Ohne Scheiß, ne? Ich werde Link gleich erschießen gehen. Was zur Hölle war das, Link? Was war das? Warum bist du nicht nach hinten gerutscht und warum hast du den Schirm weggenommen? Ich kapiere es nicht. Ich kapiere es einfach nicht. Was macht Link für eine Scheiße? Leute, benehmt euch. So, jetzt mal eingesperrt. Na los, geh auf. Alexa, schalt das Studio aus. Was gar nicht geht, finde ich, wie sie sich verhalten mir gegenüber. Und du hältst jetzt die Schnauze. Ich habe dich gerade noch gewarnt. Kein Bock hier die ganze Zeit in den Kindergarten hin und her. Dann sage ich eben mal für Ruhe hier, wenn du nicht zu benehmen bist. Bam, 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 bam. Ich mach mal den hier, weil der hier braucht, glaube ich, Zeit. Nun müssen wir mal gucken, ob wir den so einfach hinkriegen. Das ist nämlich der, wo ich schon mal gesagt habe, wo der Orni steht. Ich hatte nur verkackt, weil der Orni steht nämlich nur da, wenn man schon im DLC Erweiterungspack, wo man jetzt in dem Season Pass ist. Schleimer mag niemand. Lass mich mal kurz gucken. Muss mal kurz was überprüfen.
Bin gleich wieder. Wir können gleich weitermachen. So. Tut mir leid, aber ich muss da ein bisschen auf was achten. Das verlangt meine Aufmerksamkeit. Für die Älteren unter euch ist es vielleicht auch gar nicht mal so unlustig später. Hat dann vielleicht sogar noch was Gutes anbei. Ach, scheiße. Das hat von oben anders ausgesehen. Egal. Können wir gleich mal die Eisextra-Furz-Gedöns-Dinger mitnehmen. Bam, 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 bam. Da hinten blitzt und donnert. Das wird auch noch ein nerviges Ding. Natürlich sehe ich jetzt beim besten Willen wieder nichts. Da bin ich richtig. Schnauze. So, das da drüben wird auch noch eine nervige Geschichte. Aber das machen wir erst später. So, hier sind wir falsch. Dann müssen wir hier hin. Okay. Ja, jetzt müssen wir warten. Mittag hat doch gestimmt, oder? Wartet mal, was genau müssen wir eigentlich durchbohren? Ein Horn des Drachens aus Feuer und durchbohren. Was? Durchbohren und zu fassen. Okay, also das Horn brauchen wir. Das passt gut, weil wir brauchen das Horn sowieso. Und Licht bringen. Führen das lassen. Ja, das ist das Ding. Das ist der Balkur, den wir noch abfahren müssen. Aber das ist kein Thema, das kriegen wir hin. Also das Horn brauchen wir. Ich quatsch noch mal kurz mit dem, ob das stimmt, dass es Mittag ist. Oder muss ich da morgens sein? Weil ich habe nämlich im Kopf, dass es morgens ist. So, aber er hat mittags gesagt, glaube ich, oder? Was bei Nacht?
Durchquert dieses Tal immer bei Nacht. Bei Nacht? Eigentlich doch nicht bei Nacht. Egal. Und wenn seine Hörner leuchten, müssen wir drauf schießen. Einhorn des Drachen, genau, so ungefähr. Ich habe heute leider nicht mein passendes Shirt an. Dann hätte die Uhrzeit ja sogar halbwegs hingehauen. Da hinten kommt er. Sieht schon mega geil aus, finde ich. Aber ich finde es richtig gut gemacht, wie der Drache so durch den Himmel fliegt. Ich finde es echt Bombe. Generell muss ich sagen, ich finde in Videospielen irgendwie die Himmel immer so lahm irgendwie. Nicht, weil die schlecht aussehen, sondern weil die irgendwie immer so leer wirken auf mich. Weil wenn ich so im realen Leben rausschaue, sehe ich öfter mal Vögel am Himmel und so. Ja, man sieht ja auch im Spiel öfter mal ein paar Vögel, aber ja, das da hinten, da müssen wir auch noch hin. Das ist das. Moment. Doch. Das ist das Gebiet hier. Das ist das sogenannte Donnerplateau. Da ist auch noch ein Schrein. Das habe ich noch nicht markiert, weil es das noch für unnötig hielt. Ah ja, und sobald Blutmond ist, dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen mal dafür sorgen, demnächst, dass Blutmond ist. Dann können wir uns das auch holen. Aber im Moment haben wir ja, wie gesagt, erst einmal die Titanen im Blick. Der einzige Schrein, den ich wirklich mitnehmen werde. Wir haben den dann markiert, ne? Der einzige Schrein, den ich mitnehmen werde, ist der hier. Bei Blutmond. Da muss ich aber noch einen Teleporter hinsetzen. Da, jetzt seht ihr. Spiel, ich hasse dich. Vielleicht schaffen wir es doch ein bisschen schneller. Das ist der einzige Schrein, den ich sofort mitnehmen werde. Einfach deswegen, weil das ist der einzige Schrein, der richtig beschissen ist zu bekommen. Also wirklich. Die komplette Funktion. Man muss wirklich den Blutmond haben und der Blutmond kommt nicht so oft. Es sei denn, man macht nur gegnerische Viecher platt. Man kann den beschwören, indem er hergeht und so viele starke Gegner wie möglich platt macht. Das heißt, weiße und schwarze Bogoblins und Moblins, Ivarox, Hinox, Leunen. So diese stärksten aller Stärken halt. Aber das funktioniert leider trotzdem nicht immer. Was ein sehr großes Problem darstellt. Und ich glaube nicht, dass ich das zeitlich noch schaffe, aber ich probiere es einfach mal. Was ist denn da uns beim letzten Mal dazwischen gekommen? Das schaffe ich zeitlich nochmal. Wundert euch jetzt so nicht, dass ich das so gemacht habe. Wundert euch nicht, dass ich das jetzt so mache gerade. Das hat nichts mit der Geschwindigkeit oder so zu tun, obwohl man, glaube ich, nicht so viel Ausdauer braucht, wenn man jetzt so schwer beladen ist. Sondern es hat damit zu tun, dass ich nackig da drauf steigen muss. Ich glaube, ihr wollt mich doch natzen. Jetzt ist da hinten das Ding runtergekommen. Nicht dein Ernst, Alter. Wenn was kommt, dann kommt alles, Alter. Ohne Scheiß. Ja, der Blutmond ist noch. Das schaffen wir, das schaffen wir. Das schaffen wir. Ja, das schaffen wir. Da will ich drauf und wir haben es geschafft. Jö. Ich dachte, das muss um kurz vor 12 sein. Okay, das haben wir anscheinend geschafft. Nice. Viermal oder so. Ich habe mich auch schon bei genug der Sachen getäuscht, tatsächlich.
So, wir gehen da noch nicht rein. Aber was wir machen, wir werden mal da nach hinten fahren oder rennen. Weil da hinten ist das Ding runtergekommen. Da ist übrigens ein Ivarok auf dem Stein da. Also hier auf dem. Hier ist ein Ivarok drauf. Die Nacht des Blutmonds ist erneut gekommen. Ja, interessiert mich bloß nicht. So. Ich hoffe nur, dass jetzt der Sternenstein nicht, oder das Sternending nicht weg ist. Das wäre unpraktisch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der weg ist. Dass da ist nicht das Leuchten vom Sternenstein. Da oben ist der goldene Drache. Oder grün von mir aus, wie auch immer. Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt habe ich so einen schönen Speed drauf gehabt. Link, beweg dich. Tatsächlich ist es bei mir gar nicht so ungewöhnlich. Wenn ich ein Spiel habe, was mir besonders gut gefällt, und das ist bei Zelda eben immer der Fall, dann kommt es nicht selten vor, dass ich da mich in dem Spiel sofort sehr gut auskenne, wenn ich einmal irgendwo war. Es ist die Frage, wie weit will ich noch gehen, um es zu finden, wenn ich es eh nicht finde. Das ist mit Sicherheit gedespawnt zum Scheiß. Nee, das finde ich noch mal so ein Scheißdreck. Den da nehmen wir irgendwann mal mit. Ich hoffe nur, dass ich den. Warte, wisst ihr was? Ich mache das dahin, dass ich es nicht vergesse. Ich mache das dahin, dass ich nicht vergesse, dass wir den noch machen müssen. Aber wir wollen uns ja, wie gesagt, erst einmal uns darauf konzentrieren, die Schreine von den Titanen zu machen. Und dafür müssen wir eben hier mal ein bisschen ranklotzen. Hilfe. Ja, das hier ist auf jeden Fall der einzige Schrein, der halt richtig brutal ist. Also die anderen sind auch relativ einfach zu machen. Manche kommen ein bisschen schwerer, manche ein bisschen einfacher. Aber der ist der einzige, der halt wirklich an diese Zeit gebunden ist. Und es ist dann halt nervig, wenn man dann am Ende den als letztes macht. Dann muss man ewig warten, bis man das mal hinkriegt. Deswegen ist es ganz sinnvoll, wenn man den als einen der. Naja, gut, der erste ist es ja nicht. Link, du frierst. Wieso frierst du? Der friert immer noch, obwohl ich ein Feuerschwert anhab. Gut, dann müssen. Ach so, ich habe überhaupt keine Klamotten an. Dann wundert es mich natürlich nicht. So, darüber müssen wir. Ich überlege gerade, warte mal, ist es dann jetzt sogar einfacher, wenn ich mich hierhin teleportiere und da einfach über einen Hügel drüber latsche? Kleinen Schluck mal trinken hier.
Ach was. Darauf reagiert es? Cool. Ich habe eine E-Mail geschrieben, habe Anhang hingeschrieben, weil mir jemand was geschrieben hat, wo er Anhang dabei hätte sein sollen. Und da habe ich das jetzt gerade so geschrieben, ja, hast einen Anhang vergessen, so bla. Und da hat sich jetzt rausgestellt, ach verdammt nochmal, du willst mich doch verarschen. Link, Link, du bist ein blöder Wichser. Ich hasse es, wenn Link das tut. Ich hasse es. Wieso macht er das? Mich kotzt das so an, ey, ohne Scheiß. Natürlich. Und das war natürlich mein letzter Revalis Sturm. Wäre auch zu einfach gewesen. Leck mich am Arsch. Wir fliegen von da aus rüber, ist mir jetzt zu blöd. Ja, jedenfalls habe ich da Anhang reingeschrieben, weil es gefehlt hat. Und dann sagt meine E-Mail-Adresse so, sie haben das Wort Anhang verwendet, aber sie haben nichts in den Anhang gesetzt. Möglicherweise haben sie es vergessen. Okay, cool. Hätte ich die E-Mail noch abbrechen können, bevor sie verschickt wird. Finde ich aber ganz geil gerade, muss ich sagen. Dass mich da meine E-Mail am aufmerksam macht drauf. Nice. Für den müssen wir auch noch eine Quest machen. Das da ist auch noch so ein nerviges Plateau. Was zum? Wieso macht der da jetzt einen Köpfe, Alter? Der soll keinen verfickten Köpfe machen. Der soll da losfliegen, langfliegen. Mann, 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 Mann. Ich weiß nicht, wer du lebst, aber heute ist Donnerstag. Kann sein, dass es das auch schon ewig gibt, aber ich habe das jetzt das erste Mal gesehen. Gut, ich schreibe normalerweise auch nichts von wegen Anhang in den Mail. Aber ich feiere das gerade ein bisschen. Oh. Slimies. Eigentlich ist es leicht verdient der Farm da, mit den Slimies. Aber um ehrlich zu sein, haben wir jetzt sofort dafür gerade. Bei weitem. So, hier irgendwo muss das sein. Der gute Schrein. Irgendwo sind Zikaden. Müsste der hier nicht irgendwo sein? Bin ich jetzt bescheuert? Der müsste doch hier stehen, oder nicht? Oh nein, sag jetzt nicht, weil ich mich weggeportet habe, hab ich den, muss ich den jetzt nochmal machen? Boah, dann werde ich aber zum Viech, Alter. Der muss doch hier stehen eigentlich. Oder nicht? Hä, ich habe den doch vorhin aber gesehen gehabt, dachte ich.
Ach, da unten ist er. Habe ich schon einen Schreck gekriegt. Vielleicht hat Herr Newstime es endlich eingesehen, dass das, was er gemacht hat, scheiße war. Da hat er jetzt mittlerweile selbst ein bisschen Hate kassiert, weil er irgendwas gegen Gronkh gemacht hatte oder wegen Gronkh irgendwie, keine Ahnung. Dann hat er mal mitgekriegt, um was es da ging. Mir hat nur irgendeiner Nachricht geschrieben, ey, schau mal hier, Newstime, und hat ein Video angehangen, wo der völlig fertig war mit den Nerven. Ich habe es mir aber nicht richtig angeschaut, ich habe nur mal kurz reingespickt. Ich persönlich ergötze mich nicht am Leid anderer. Das ist absolut nicht mein Fall. Sowas mag ich nicht. Woo. Alter, Link, was tust du da? Ich frage mich manchmal, was Link mir, ob Link mich pur verarschen will. Frage ich mich jedes Mal aufs Neue. So. Mann, ich hasse diese Scheiße da. Wisst ihr was? Nein. Definitives Nein. Ich weiß schon, warum ich da immer mit Bombenpfeilen reingehe. Ich weiß schon, warum ich da mit Bombenpfeilen reingehe. Ohne Scheiß. Hat schon seinen Grund. So habe ich absolut keinen Bock, mich jetzt drüber zu ärgern. Diese Ladezeiten nerven auch unfassbar ab. Man sollte eigentlich meinen, dass das mittlerweile nicht mehr so viele Ladezeiten hat. So, wo ist denn der nächste Laden? So, gib mir Bombenpfeile. Falscher Laden. Nee, das müsste richtiger sein. Mann, das spawnt immer erst nach. Okay. Also. Wie spät haben wir es denn überhaupt? 15 Uhr. Wenn ich noch was einkaufen will, sollte ich auch mich langsam mal hinbegeben.
Ja, habe ich gesehen. Allerdings hast du den anderen vergessen dieses Mal. Rein da jetzt, Link. Schick dich heute noch. Also ich mache heute noch zumindest Revali, machen wir heute noch fertig. Und dann werde ich erstmal den Stream beenden und mal gucken, was ich dann als nächstes mache. Ich bin, seit ich aufgestanden bin, nur im Streamen schon wieder. Wieder nichts anderes gemacht bis jetzt. Na klar, er ist natürlich wieder zu. Es wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Wieso ist der nicht auf. Hä? Was willst du mich verarschen hier? Verarsche? Ach komm, leck mich doch. Was ist das denn jetzt? Wieso habe ich da nicht genug Auftrieb gekriegt? Und natürlich lande ich wieder ganz am Arsch der Welt. Geht doch. Heiliger Strohsack. Ding, ding. Das hätten nur die zwei. Willst du damit sagen, aber dann kommst du wieder online. Ich bin doch online. So, lass mich mal überlegen. Das war jetzt der und der letzte war hier oben. Brauche ich mich gar nicht dahin teleportieren, weil das funktioniert nämlich nicht. Wenn ich mich gar nicht hin teleportiere, funktioniert das nicht mit dem ganzen Gedöns hin und her. So, kann ich mit dir, kann ich auf dir reiten? Nein, kann ich nicht. Hört sich auch irgendwie falsch an. Ach Mist, da wäre ja sogar was gewesen mit dem Aufwind. Huh?
gehe doch auch auf den Chat an. Nur nicht die ganze Zeit. Dafür habe ich erstens keine Zeit und zweitens darf ich es auch nicht. Interessiert mich aber ehrlich gesagt auch mittlerweile überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Ach, die Quelle hier hatten wir noch nicht gefunden, ne? Genau. Jetzt haben wir die auch gefunden. Das war ja eine, die uns noch gefehlt hatte. Ich hasse die Hebraberge, ganz ehrlich. Ich mag die überhaupt nicht. Boah, ey, Link, geh nach rechts, wenn ich nach rechts drücke und nicht nach oben. So, hier müsste irgendwo der Startpunkt sein. Wenn ich mich nicht vollkommen täusche. Ich würde sagen, wir gehen mal ein Stück höher. Schauen wir uns mal genauer um. Falls es nicht überhaupt der richtige, falls es überhaupt der richtige ist. Könnte auch gut sein, dass das da drüben irgendwo ist. Oh, ich glaube, ich habe was gesehen. Nee. Ist das, ich bei der Fernglasfunktion ein bisschen schade finde, dass man nicht zoomen kann. Dafür muss man immer irgendwie das Ding nehmen. Boah, sieht man den Himmel an, ey. Voll übel. So. Das muss doch hier irgendwo sein. Ich weiß, dass es irgendwo hier sein muss. Weiß bloß gerade absolut nicht wo. Ich weiß auch nicht, was das für eine Raid hat. Raid hat? Eine Range hat, meine ich. Auf was man, auf welche Distanz man das Ganze sieht. Twitch streame ich nicht, nein. Heute noch. Mach hin, nee. Ich glaube, das war sogar hier irgendwo in der Nähe. Bei dem Schrein hier, weil man den nämlich tatsächlich
Man muss nämlich von hier dahin kommen. Es kann sein, dass es hier irgendwo ist. Halte ich sogar irgendwie für wahrscheinlicher, wenn ich ehrlich bin. Lila ist unser jetziger Standort, wo wir hin wollen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was das für eine Range hat, auf die man das sieht. Aber ich weiß zumindest noch, was ich suchen muss. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ach nee, das ist das Schreiben. Dachte ich schon. Hey, wer schmeißt hier mit Steinen? Im Gebirge ist es extrem unschön. Kann schnell zu einer Lawine oder so führen. Ach, da seht, da ist es. Haben wir eine ziemlich hohe Range sogar. Ich hab doch gewusst, es ist hier irgendwo. Aha. Ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller ausnahmsweise mal. Hier drinnen müsste ein Moblin sein. Nee, da ist nur eine Waffe drinnen. Und da dahinter ist nämlich ein Schrein. Ein paar von denen, die schon länger dabei sind, die erinnern sich vielleicht, dass ich irgendwann mal nach sowas eingefroren gesucht habe. Da ist der Moblin und da dahinter ist nämlich das Schrein. Dass ich nach was Eingefrorenen mal gesucht habe, wo der Schrein dahinter ist. Und das ist nämlich das hier gewesen. So, ich finde es cool, wie sie das Schwert wieder auflädt. Zup. Aber wie ihr wisst, gehen wir da nicht rein. So. Ich habe ihn nur markiert. Wenn wir schon dabei sind, das können wir löschen. Und da setzen wir eine Markierung hin. Dann wissen wir, dass wir den noch machen müssen. Ich habe doch gewusst, da ist noch irgendwo einer. So. Das ist voll lustig mit dem Surfen hier. Aber hier muss man das Surfen auch tatsächlich können, weil wenn man das hier nicht kann, hat man eine echte Arschkarte. Weil das kann man glaube ich gar nicht laufen. Das muss man wirklich surfen. Das ist wirklich, oder halt Snowboarden, weil man das halt wirklich für Snowboarden gedacht ist, das Ganze. Genau. Und hier müssten wir jetzt dann eine oder zwei Durchgänge noch haben. Das müsste jetzt der letzte sein da, also der vorletzte. Der letzte, den erkennt man ja. Ah, jedes Mal. Du blöder Wichser! Du blöder Wichser! Du blöder Wichser! Nein! Ja, wieso greifst du denn jetzt an, Link? Du blödes Stück Scheiße! Ohne Mist, was soll denn der Wichser, ey? Zum Glück können wir uns dann schon teleportieren. Alter, sowas geht mir auf den Sack, ey. Das glaubt ihr gar nicht. Sowas geht mir echt brutal auf den Sack, ey. Was genau war das, Alter? Wieso kommt jetzt genau da ein blöder Moblin raus? Scheißdreck da, ey.
Und wenn, das ist der andere Moblin aufgetaut in der Zwischenzeit. Ernsthaft? Ist das jetzt dein Ernst? Was, Link, was tust du da? Manchmal habe ich echt das Gefühl, Link will mich echt vorsätzlich verarschen. Da, genau das meine ich. Ich habe voll nach links gedrückt, aber der hat gar nicht nach links gelenkt. Beweg deinen verfickten Arsch! Renn! Nein, Link! Du blöde Pisser, Alter! Das ist doch nicht dein scheiß Ernst, Mann! Ihr blöden Wichser, ich werde euch töten! Und mich noch dazu! Link, du blöder Penner, Alter! Steh auf, beweg deinen fetten Arsch! Du nimmst deinen Kopf nicht mehr auf. Das gleiche gilt für dich da. Du hast den Kopf nicht aufzuheben, das ist nicht deiner. Und selbst wenn es der ist, ist es mir scheißegal. Alter Vater, was genau ist das für eine Scheiße, Mann? Darf ich den Scheiß hier ein drittes Mal machen? Geh auf den verfickten Teleporter. Jetzt werde ich aber gleich zum Viech, Alter. Erst gestern diese Scheiße und heute schon wieder. Jetzt werde ich aber echt gleich aggressiv, Alter. Was ist denn das für eine dreckige Scheiße da? Blöder, kommt der blöde Wichser aus dem Boden da, Alter. So schauen, dass er wohin das hingeht. Was ist denn das für eine Scheiße da, Alter? Außerdem kann der sich gar nicht aus dem Boden buddeln. Da ist alles eingefroren. Mann, Alter, da kriege ich echt zu viel, Mann. Hab dich gemeldet. Ja, fick dich ins Knie, du Arschloch, Alter. Wenn dir was nicht passt, schau was anderes. Was soll denn der Scheißdreck da schon wieder? Junge, Alter, ohne Scheiß. Hab dich gemeldet, Alter. Ja, schön. Petzen, Alter. Scheiß Petze. Kannst es ja gerne mal versuchen, es besser zu machen, Junge. Anstatt die Fresse aufzureißen. Mann, ey, das ist zweimal hintereinander, Alter. Das ist echt das Letzte. Wieso bis abends? Ich will nicht bis abends, ich will bis mittags pennen. Bis morgens. Wieso habe ich jetzt abends gemacht? Bis morgens, dann ist die Scheiße vorbei hier. Gibt's ja nicht, Alter. Kommt da der Penner aus dem Boden? Das zweite Mal schon. Ich glaube, es hackt, Alter. Was ist denn das? Das ist ja wohl echt das Letzte, so, das war bestimmt der vorletzte hier, oder? Nee, das ist der vorletzte. Doch nicht. Na, wo ist denn da? Das ist der vorletzte gewesen. Alter, ohne Scheiß. Das könnte so ein geiler Ding gewesen sein, aber nein. Habe ich jetzt keinen, aber ich bin gerade angepisst, weil der Scheiß da mich so aufgeregt hat.
halt immer einen Schwierigkeitsgrad. Es ist an sich nicht schwierig, es ist bloß gewesen, weil halt nachts die blöden Viecher aus dem Boden kommen, haben die mich angegriffen, die Stallforce. Die kommen nur nachts. Ich hatte eigentlich vorher schon gedacht, mache ich jetzt Tag, aber nee, ja, brauche ich nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt zweites Mal auf die Kasper treffe, ist ziemlich gering, ja, von wegen. Weil die sind relativ selten sogar. Wo geht jetzt als nächstes hin? Ach so. Ach, der ist wenigstens halbwegs vernünftig einfach da, der Schrein. Hallo, ich hab gedrückt. Link, was war das? Immer derselbe Käse mit dem Kasperl. Der Schrein hier ist hauptsächlich Vorbereitung. Der Schrein hier ist hauptsächlich Vorbereitung. Und jetzt muss ich mal gucken, wo gehst denn du hin? Du rennst da lang. Okay. Okay, also dann müssen wir dich so machen und dich so. Dass wir eine ordentliche Kante haben. Dich hier rüber und dich darüber. Dann gehen wir hier drauf, dass es in die andere Richtung geht. Halt, ich bin nicht auf dem Schalter. Halt, ich bin nicht auf dem Schalter. Mensch, Link, bleib halt auf dem Schalter stehen. Ja, und genau deswegen sage ich, das ist Vorbereitung der Schrein. Da wusste ich jetzt nicht mehr, dass das so geht. Da wusste ich jetzt nicht mehr, dass das Eis in der Eis da ist. So. Relativ einfach eigentlich. So. Und jetzt im richtigen Moment müssen wir da draufsteigen. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Der Schrein ist relativ einfach, es ist nur ein bisschen Vorbereitung da. Und es regnet schon wieder, glaube ich. Cool. Und jetzt wenigstens Ruhe draußen. Naja, gut, es ist auch nicht offensichtlich. So, wie gesagt, ich mag den Strand hier mag ich ganz gerne, aber das andere war ja vorher echt zum Kotzen, ey. So, da wir jetzt alle drei haben, werden wir jetzt zu dem guten alten Medo gehen und den Boss da drinnen rausfotzen, bis er nicht mehr aufstehen kann. Und ja, Alter, jetzt regnet und es, ohne Scheiß, es hat die ganze Zeit nicht geregnet und jetzt muss regnen, dann rennt er wieder von meiner Haustür rum. Was ist denn das, Alter? Da fühlt man sich doch echt verarscht. Egal. Immer derselbe Käse. So. Ich war schon ein paar Mal im Pool des Jahres.
Allerdings ist der Winter, der Sommer ja so kalt, dass sich der Pool gar nicht wirklich lohnt eigentlich. Ich kapiere das auch nicht eigentlich. Momentan müsste es so heiß sein, dass man eigentlich überhaupt nicht wirklich da rumsitzen kann. Aber wirklich heiß war es tatsächlich bloß im Juni, Juli rum, kurz mal. So ein paar Tage. Aber selbst da war es nicht richtig heiß, finde ich. Ach, ich weiß auch nicht. Das ist alles irgendwie nicht richtig. Ich persönlich glaube, dass die Welt irgendwie zugrunde geht momentan. Das glaube ich schon seit 2, 3 Jahren. Nicht nur wegen den Hatern, vor allem nicht wegen den Hatern, sondern wegen der ganzen, ich weiß nicht, dieses ganze Globale. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist der Klimawandel. Ja, ohne Scheiß, ich glaube es auch. So, jetzt passt mal auf. Ich zeige euch jetzt einen Trick. Ach so, scheiße, wir haben bloß die eine Waffe. Mist, die ist down. Jetzt habe ich nur ein Eisvogelschwert. Genau das ist das, was mich so ankotzt. Genau das ist das, was mich so ankotzt, weil man hier halt wirklich nur so ganz billige Waffen hat, die man eigentlich überhaupt nicht benutzen würde. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Immer schön ins Auge. Mann, 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 Mann. Weißt du, mich persönlich würde es nicht stören, wenn das Ganze sich um ein paar Monate verschiebt. So, dass im August eher kalt ist und im Juni und so weiter warm. Aber dann müsste es auch schon im März warm sein, also dass die Monate schon halbwegs gleich bleiben.
Alexa, schalte das Licht im Arbeitszimmer aus. Mein Popcorn ist fast noch alles da. Ich habe nur am Anfang mal ein bisschen was gefuttert. Ich bin eigentlich gar nicht so der Popcorn-Mensch. Ich gehe mal kurz aufs Klo, ihr könnt ihr das Video genießen. Mehr oder weniger. Leider ist es ja pixelfrei. Mir heimlich zu. Das ist aber nicht die feine Art. Euer Hoheit. Verzeih mir. Die Leute im Dorf hatten mir gesagt, dass ich dich hier finden würde. Ich verstehe schon. Es ist Zeit, dass ich mich entscheide. Ich werde mich für euch um die Verheerung kümmern. Dieser Kanon ist bald Geschichte. Vielen Dank, Revali. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Aber ich muss euch warnen. Also er hat schon was drauf, das muss man ihm lassen. Wie war das? Ich soll dem Träger des Bandschwerts die Hand halten. Damit dem armen Kleinen ja nichts passiert. So war's doch. Ich hoffe, er verliert nicht sein Selbstbewusstsein, wenn er meine Künste sieht. Nicht, dass es am Ende Tränen gibt. Okay. Ich muss zugeben, das hätte ich dir nicht zugetraut. Rivalis Schnurren wird dir nie noch bessere Dienste leisten. Genau, und damit haben wir auch noch mal schneller. So langsam bist du bereit, es zu Ende zu bringen. Garnons letztes Stündchen hat geschlagen. Revalis Sturm Plus lädt sich jetzt noch schneller auf. Und Revalis Sturm lädt sich sowieso schon relativ schnell auf. Wenn der jetzt am Speeden ist, da müsst ihr mal gucken, denn unten links, da links, den kann man jetzt richtig zugucken, wie der auf, sich auflädt. Das ist voll krass. Ja, jetzt ist die Frage. Was wollen wir als nächstes in Angriff nehmen? Mifas Gebiet ist ein bisschen arg verstreut.
Aber ich glaube, wir nehmen sie erstmal als nächstes. So, dann würde ich sagen, wir beenden den Stream an dieser Stelle langsam, aber sicher mal. Was war das? Dann würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir den Stream mal. Ich bedanke euch, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns, denke ich, Alter, wie das hier regnet. Voll am Schiffen. Ich dachte, du machst keinen Stress mehr. Na gut. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle. Was zum. So, jetzt. Bis zum nächsten Mal, euer Drache. Haut rein und tschö, tschö.